Hallo und willkommen bei Hearthstone Heroes of Warcraft zusammen mit mir, Windtalker LP. Ich habe, wie ihr unten seht, 6 Packungen zum Öffnen und deshalb machen wir heute ein Pack-Opening in diesem Spiel. Die Packungen habe ich nicht gekauft gegen Gold oder Geld, sondern in der Arena gewonnen. So, dann ziehen wir mal die erste hier rein und los geht's. Was bietest du uns? Okay. Den ruchlosen Unteroffizier verleiht einem Diener plus 2 Angriffe in diesem Zug. Eine Naja-Karte. Die Lichtwächterin erhält jedes Mal plus 2 Angriffe, wenn ein Charakter geheilt wird. Also zum Beispiel in Priesterdeck würde ich die jetzt persönlich gern mit reinpacken. Seele des Waldes. Verleiht euren Diener Todesröcheln, ruft einen Trant mit 2-2 herbei. Schön. Die innere Wut fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener erhält plus 2 Angriff. Krieger, okay. Und die Eiskältefalle für den Jäger. Wenn ein feindlicher Diener angreift, lasst ihn auf die Hand eures Besitzers zurückkehren. Zusätzlich kostet er 2 Kristall mehr. Ja, war okay, das Pack. So. Was haben wir denn hier? Die Eislanze friert einen Charakter ein. Wenn er bereits eingefroren ist, werden ihm stattdessen 4 Schaden zugefügt. Schöne Karte für den Magier, vor allem wenn er auf Eis setzt. Segen der Weisheit. Wählt einen Diener aus. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Ja, schöne Paladin-Karte. Der Antigolem, das Todesröcheln, ruft einen beschädigten Golem mit 2-1 herbei für alle Klassen. Lasst die Hunde los. Ruft für jeden feindlichen Diener einen Jagdhund mit Ansturm. Ja, wenn der natürlich 10 Diener... 10 geht ja gar nicht. Sagen wir mal 5-6 Diener auf dem Feld hat, dann lohnt sich's schon. Die Mannersüchtige erhält jedes Mal plus 2 Angriffe in diesem Zug, wenn ihr einen Zauber wirkt. Okay. Ja. So. Freut ihr euch denn schon auf die Einzelspielerkampagne Naxxramas in Hearthstone, das ja bald kommen soll? Schreibt es doch in die Kommentare, würde mich interessieren. Und die Rüstungsschmiedin erhält jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet. Also der Held erhält es dann, diese Einrüstung. Krieger. Der Schreckenskorsar Spott kostet 1 Kristall weniger für jeden Angriffspunkt eurer Waffe. Kampfschrei. Lasst einen befreundeten Diener von Schlachtfeld auf eure Hand zurückkehren. Okay. Die sturmgeschmiedete Axt für den Schamanen. 2 Angriff, 3 Haltbarkeit. Und scharf schießen. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, werden diesen 4 Schaden zugefügt. Ja, die ist ganz nett. Nur das Pack war jetzt nicht so gut. So. Was habt ihr? Die Blutsegelräuberin, Kampfschrei, erhält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Na gut, ist natürlich interessant, wenn du so eine Waffe mit 5 Angriff hast oder so, ist sie interessant. Wieder der Unteroffizier, bläh. Die Eisenschnabeleule bringt einen Diener zum Schweigen, ja, für Spotter oder so, Karten ganz interessant. Und der Goblin-Auktionator zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Der ist ganz okay, ne? 4, 4, 5, das ist cool. Kann zum Beispiel vom Priester mit seinen 2 Karten da bis Angriff 3 oder ab Angriff 5 nicht kaputt gemacht werden. Der Gabelblitzschlag fügt 2 zufällig feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Überladung. Ja, 2. Ganz nett für... Ja, doch. Ja. So, und dann kommt... Was kommt? Staubteufel, oh, Windzorn, Überladung 2, für ein, das ist ganz nett, ja. Windzorn darf er 2-mal angreifen, man kriegt zwar eine Überladung, aber immerhin nur ein Kristall, schön. Der junge Drachenfalke, Windzorn, 1-1, ja. Der Irrwisch, kostet nichts für alle Klassen, 1-1, ja. Selten. Schattenflamme für den Hexenmeister vernichtet einen befreundeten Diener und fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, der seinem Angriff entspricht. Ui, nett. Oh, der Südmeerkapitän. Eure anderen Piraten haben plus 1, plus 1. Ah ja, schön. Ja, wenigstens eine epische war dabei. Das Deck gefällt mir, muss ich sagen. Doch, doch.
Also die Karte hier oben ist cool, die da, die ist auch okay. Guter Drachenfalke, naja. Oh, schön. Und last but not least, aber least. So. Mal der Natur. Wählt aus. Verleiht einem Diener plus 4 Angriff oder plus 4 Leben und Spott. Druide, schöne Karte. Dann wieder den Irrwisch, juhu. Unbändigkeit. Fügt einem Diener Schaden zu, der dem Angriff eures Helden entspricht. Ah ja. Na schön. Druide. Und dann ausweiden, verursacht 2 Schaden, Combo, verursacht stattdessen 4 Schaden. Also wenn man schon mal eine Karte ausgespielt hat in der Runde, dann bekommt man eine Combo. Und dann nochmal der Schreckenskorsar. Okay. So, dann haben wir geöffnet und ich sag mal, es war okay. Ja, doch, ich bin ganz zufrieden damit. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch die Karten gefallen haben. Und schreibt auch, ob ich öfter so Pack-Openings machen soll. Immer wenn ich so zwischen 5 und 10 Packungen habe. Okay? Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.